Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und nachdem wir gerade wieder mal eine schicksalhafte Begegnung mit Rhea hatten, ich bringe die immer durcheinander, geht es jetzt weiter für uns durch die Silent Sands und ab zum Rados Annex, denn wir wollen mit Fina sprechen. Ja, so rum ist es richtig. Kommst du her? Blöder Käfer. So kann ich euch auch erledigen. Edge. Ich sollte nur mehr von euch auf einen Haufen locken. So, Level up, sehr schön. So, du auch noch weg. Und dann geht's erstmal hier runter. Oh. Ein Bombenwerfer und ein Haufen kleiner Käfer. Komm, ich schalte mal um. Denn ich glaube, hier kommt noch mehr Käfer. Komm, ich mit der Fähigkeit besser voran. So, genau. Auch wenn das gerade ein ziemliches Chaos war. Die SP einsammeln und dann hier hochjumpen. Dich ausschalten. Gut. Und dann müssen wir hier drüber. Ja, das kommt mir hier auch ein bisschen anders vor als bei Judika. So, du weg und den Schalter betätigen. Dann dürfte die Tür drüben aufgehen. Genau. Ah, die Silent Sands. Wie werde ich sie nicht vermissen, wenn sie vorbei sind. So. Das hat leider nicht gereicht. Den Feuer unter Winter zu machen, war wohl effektiver. Na, du kannst ruhig da runterfallen. Ich glaube, wenn du nämlich... Nein, hier ist nur eine Truhe. Wieder mal mit einem Panakea. Ah, den können wir ja gleich nehmen. Und dann diesen Grenadier hier verhauen. Hat die Mama nicht gesagt, es ist nicht nett, auf Fremde mit Bomben zu schmeißen. Ach nee, das ist diese Aufzugspassage. Ah, kommt ruhig hier, ihr Käfer. Den Aufzug haben wir aktiviert, weil wir draufgeschoben wurden. Auch nett. Hey, ich will da mitfahren. Und wieder ein Level Up durchs Käfer töten. Auch gut. So, jetzt brauche ich den Aufzug. Komm also wieder runter. Ja, da ist er. Wie gern ich Flügel hätte. So, hier rüber müssen wir als nächstes, weil da ist der nächste Schalter. Upp. Und hier runter. So, dich ausschalten. Aua. Na, so viel Schaden machen die blöden Bomben zum Glück nicht mehr. Ja, zerquetsch ihn. Mist. Kannst du ihn nicht einfach zerquetschen? So. Hier wieder weg. Hier rüber. Den da ausschalten. Dann müssen wir hier rüber, weil hier ist garantiert auch noch was Feines. Hüpf, hüpf. Und hier weg. Was haben wir hier? Noch mehr SP. Cool, wir haben 16.000. Damit könnten wir mal die Stun-Sache verbessern und mal noch andere Sachen oder vielleicht mal die Item-Drop-Rate erhöhen. Wir haben ja gerade nämlich, wie man sieht, gar nichts aktiv. Machen absolut nur. Noch dicht weg und dann können wir die Treppe hochgehen. Da müssten wir eigentlich kurz vor Morados Annex stehen schon. Das ist gemein, auf der Treppe mit Bomben werfen. So.
den Bomben ausweichen. Und die Gegner lassen wir einfach mal Gegner sein. Denn hier ist der Weg schon zum Rados Annex. Genau. Speichern brauchen wir hier erstmal nicht. Speichern können wir auch auf dem Rückweg. Erstmal hier reingehen. Hallo Epona. Hey Clownmann. Epona, solltest du nicht auf der Suche nach den Göttinnen sein? Das denkst du, aber Zava wollte, dass ich mich hier rumtreibe und Wache halte. Sieht so aus, als hätten die Leute aus Ys es geschafft, die Unterhälfte des Turms einzunehmen. Also sind sie nicht weit weg von hier. Wie sieht's mit dir aus? Immer noch kein Zeichen von Rhea? Nein, immer noch kein Zeichen. Na, da lügt er mal. Es gibt etwas, das ich mit ihrem Gegenstück besprechen muss. Würdest du etwas ausmachen, um es was Privatsphäre zu geben? Klingt skandalös. Also, hier ist niemand außer mir. Und ich bewege mich nicht vom Fleck, solange Zava es mir nicht sagt. Also, rede ruhig mit, wie auch immer sie nochmal heißt, solange du willst. Toll, danke dir. Wenn du mich dann entschuldigen würdest. Ja. Epona. Die Nettigkeit in Person eigentlich auf der total falschen Seite. Als Junika gegen sie gekämpft haben, war sie ja eher verspielt als wirklich furchtbar. Was, diese Tür? Aua. Ja. Dallas und Zava müssen sie versiegelt haben, nachdem ich weg bin. Und die Atmosphäre hier ist nicht nett. Oder bedrückend. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie einen einfachen Schlüssel benutzt haben. Mit Fina zu reden wird keine einfache Aufgabe. Doch, für uns schon. Einfach in einen Dämon verwandeln. Und die Tür geht auf. Okay, das hat sehr gut funktioniert. Ja, wie wir nämlich aus unserem Unica-Durchgang wissen, können nur Dämonen durch diese Tür. Und als Dämon Toll können wir halt die Tür öffnen. Entschuldige mich. Und entschuldige die Störung. Toll? Ist irgendwas passiert? Du siehst bedrückt aus. Ich habe Rhea gefunden. Was? Aber ich kann nicht spüren, dass sie gefangen wurde. Ja, dann ist es also wahr. Ihr zwei habt wirklich die Fähigkeit, die Sicherheit der anderen zu spüren. Du hast es richtig gespürt. Ich habe sie gehen lassen. Ist das so? Na, da freut sich Fina. Aber meine Unterhaltung mit ihr war verwirrend und hat mir mehrere Fragen aufgebracht. Alles am wichtigsten, ich will, dass du mir sagst, wie ihr vorhabt, die dämonische Essenz in die schwarze Perle zu versiegeln. Dein Gesicht sagt mir, dass ich einen wunden Punkt getroffen habe, wie ich es mir gedacht habe. Die andere Frage, die ich fragen muss: Warum seid ihr beide alleine auf die Oberfläche gekommen? Vor allem ohne den 6 Priestern Bescheid zu sagen. Ihr seid hierher gekommen, ohne eure vertrauenswürdigsten Berater zu informieren. Und ich will wissen, warum. Okay, dann lass uns mit deiner zweiten Frage beginnen. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Die dämonische Essenz
bringt die Erde durcheinander. Und dieses Durcheinanderbringen erschafft den Mond. Das Kleria-Erz dient als Verstärker für diesen Effekt. Aber ich denke, du weißt das bereits, oder? Das tue ich, Dallas hat es mir gesagt. Und ich denke, die Darklings waren nicht an diesem Prozess beteiligt. Nein, waren sie nicht. Sie kamen nach Isa, nur nachdem die Dämonen ihre Invasion begonnen haben. Dafür haben sie es sofort geschafft, die dämonische Essenz zu benutzen und diesen Turm zu bilden. Macht dich das nicht ein bisschen skeptisch? Nun, es ist, jetzt da du es sagst, es ist schon etwas seltsam, dass sie angekommen sind, als die Dämonen kamen und immer den richtigen Schritt gemacht haben, mit fast keinen richtig großen Fehlern. Und seitdem waren die Dämonen in der Lage, alle unsere Taktiken zu kontern. Sogar das Land zu überrennen. Als ob sie uns immer einen Schritt voraus wären. Warte, willst du mir sagen? Ja. Das Eintreffen der Dunklen hier war kein Unfall. Sie wurden nach Is eingeladen und über die dämonische Essenz unterrichtet. Von jemandem von uns. Rhea und ich hatten keine Wahl, als alleine zu agieren. Um sicher zu sein, dass der Verräter in unseren Rängen diese Aktion nicht bemerkt. Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Wer ist der Verräter? Und warum tut er das? Unglücklicherweise ist die Identität ein Mysterium für uns. Aber ich denke, er sucht unsere Flügel. Sie ermöglichen uns die Kontrolle über die schwarze Perle und sind das Einzige, was die dämonische Essenz versiegeln kann. Warte, deine Flügel können die Essenz versiegeln? Ja. Die dunkle Kraft kann nur durch die Kraft der weißen Flügel kontrolliert werden. Aber um eine solche Energie einzusperren, müssen wir jedes bisschen unserer Kraft aufbrauchen. Aber was passiert dann zu euch? Eure Flügel sind die Quelle eurer Heiligkeit. Sind sie es nicht? Wenn eure Kraft verbraucht ist, würdet ihr nicht... Nein, wir werden nicht sterben. Aber ich denke, wir werden für eine sehr lange Zeit schlafen. Wahrscheinlich bis zu dem Tag, an dem die Essenz wieder erwacht. Es gibt keinen anderen Weg, die Essenz zu versiegeln. Es tut mir leid. Also bitte verstehe, warum Rhea das niemals mit dir diskutiert hat. Ich denke, es wäre sehr schmerzhaft für sie. Mehr als es für uns alle anderen ist. Ja, kurzer Rückblick. I'm in love with an angel. Es ist total durchgedreht. Ja. Ist das alles? Ich habe so viel Schlimmeres erwartet. Fina, ich stehe in deiner Schuld. Danke dir. Ich weiß nun, was ich tun muss. Deine Augen. Du bist nicht länger verloren, oder? Ich habe mich selber so in Schande gezogen, seit das alles begonnen hat.
Aber ich bin durch damit, zu versuchen, eine kleine Höhle hier zu graben in diesem verfluchten Land für mich. Du kannst sagen, ich habe meine Motivation gefunden. Es ist nicht schön, aber ich weiß, was zu tun ist. Toll. Was auch immer du tust, bitte sei nett zu Rhea. Sie konzentriert sich auf ihre Mission. Und sie wird sich durch alles durchschlagen, was sich hier in den Weg stellt. Aber innerlich ist sie immer noch dieselbe Rhea, die wir kennen. Das ist alles aber nicht einfach für sie. Keine Sorge, ich verstehe. Ja, und mir hat sie uns auch nichts zu sagen. Aber sie haben den Ember Key für uns. Den brauchen wir ja schon mal. Und hol mal, ohne Waffen zu sehen. Ist auch gut. Also als Toll ohne Waffe rumzulaufen. Gut, wir haben also eigentlich das Hauptsächlichste erfahren, was wir aus dem Judicavan kennen. Rhea und Fina opfern ihre Flügel, aber wir wissen jetzt auch, dass Isa einen Verräter hatte. Also einen anderen als Toll. Also, du bist fertig mit deinem kleinen Gespräch? Ich bin es. Ja. Ich habe die Informationen, die ich brauche. Ich denke, ich werde meine Suche nach Rhea fortsetzen. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Bevor du gehst. Bevor ich es vergesse, dieser Möchtegern-Zauberer ist wirklich dein kleiner Bruder, oder? Hat er es dir gesagt? Ja, ich bin ihm einige Male bei der Suche begegnet. Warum hast du mich angelogen vorher? Ich habe alle meine Verbindungen zu Is aufgelöst und zu den Leuten, als ich euch Darklings beigetreten bin. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das alles, was ich zu sagen hatte zu diesem Thema. Ich sagte dir, ich habe keine Verbindung zu diesem Mann. Und ich meinte es so. Kein Grund, so defensiv zu werden, ich glaube dir. Ist dein Bruder aber nicht trotzdem ein Haufen Gefahr hier? Nicht mehr als alle anderen, denke ich. Ja, ich bin mir nicht sicher darüber. Ich denke, er ist sehr begabt, aber ich denke, das ist auch nur eine Maske. Wenn du mich fragst, ist er so zerbrechlich wie ein Ast. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich, es wäre das letzte Mal. Als ob er bei den zwei geteilt wird oder sowas. Na. Es sieht zwar aus, als ob du ihm ein bisschen verfallen bist. Was meinst du damit? Ich habe nur versucht, etwas mehr über ihn herauszufinden, das ist alles. Ich meine, er ist halt sehr mysteriös, weißt du? Wie du meinst. Also als er jünger war, war er sehr erwachsen für sein Alter. Er hatte seine Nase immer in den Büchern. Und er hat seinen großen Bruder... Er hat immer zu seinem großen Bruder hinaufgeschaut. Überall, wo ich hingegangen bin, war er mir immer auf den Fersen. Dann habe ich unser Zuhause verlassen und ich denke, Hugo hasst mich dafür, dass ich ihn im Stich gelassen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein kleiner Junge war, der seinem großen Bruder hinterhergelaufen ist. Aber das ist nicht die Art von Information, die ich gesucht habe. Ich meine, er ist unser Feind. Ich wollte nur wissen, gegen was ich hier kämpfe. Das ist alles, ich schwöre. Was für eine schreckliche Lügnerin. So. Jetzt verlassen wir den Rados Annex mal wieder, nach unserem kleinen Smalltalk mit Epona. Speichern. Und dann gibt es hier wieder einen Cut. Bis dann.